da sind wir wieder. Sind wir wieder da. Grüß euch miteinander. Grüß euch. Ein schöner Gruß aus Zwiesel. Wir sind wieder fast live aus dem Bayerischen Wald. Fast live, aber aus dem Bayerischen Wald. Genau. Ich habe die Elke eingeladen zu mir. Wir wissen noch nicht, wer wann redet. Egal, das kriegt schon mit. Ich habe die Elke wieder eingeladen zu mir in mein Elternhaus in Zwiesel. Und wir wollen euch wieder zeigen, was wir so gestrickt haben in den letzten Tage, Wochen, Monate. Genau. Ich bin heute zu Gast bei der Orenbäuerin und freue mich, dass wir jetzt wieder ein Video miteinander machen. Genau, genau. Müssen wir ein bisschen laut reden, glaube ich. Weil wir, beide haben wir kein Mikrofon dabei. Gell? Aber ich hoffe, das geht. Und ich werde dann nachher in einer App, das habe ich jetzt von der lieben Dag aus Albuquerque erfahren, dass man in der, wie heißt die App, iMovie-App, die Lautstärke noch ein bisschen aufregeln kann. Und das werde ich probieren, weil ich bei meinem letzten Video so Rückmeldungen bekommen habe, dass mein Ton so schlecht ist. Jetzt muss ich halt lauter reden und dann die Audio noch auf dran. Ich hoffe, das geht. Und wenn ich wieder zu Hause bin, im Pfaffenhofen, dann werde ich mal an der Kameratechnik weiterarbeiten und mein Mikrofon wieder nehmen. Aber heute geht es nur mit Kameramikrofon. Ja, also ich habe da auch kein Mikro dabei, weil ich ein neues Handy... Moment, Entschuldigung. Ich muss Hochdeutsch sprechen, damit mich die Leute verstehen. Entschuldigung. Lauter. Und Hochdeutsch und lauter. Oh. Oh, jetzt wird es schwierig. Ja. Ich habe ein neues Handy und da passt natürlich der Stecker vom Mikrofon nicht. Und auch ich muss an der Technik noch arbeiten. Aber das ist, wird schon gehen. Wir werden es sehen. Das wird schon. Genau. Das werden wir nachher den Ton und Aufschirm in ja. iMovie. Genau. So, ich glaube, ich habe mir auch schon lange nicht mehr vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass so einige fragen, warum ich eigentlich Orientbäuerin heiße. Ja. Weißt du, warum ich Orientbäuerin heiße? Ja, oder sie ist dir auch verraten. Weil der Bayerische Wald aus dem Orient, also der Bayerische Orient ist, oder? Nein, Schmarrn, nicht ganz. Schmarrn, das war ein Scherz. Nein, ich habe schon was mit dem Orient zum tun. Mein Mann ist ja Ägypter. Und deswegen, und ich bin halt da aus dem Wald, die Bayerin, und darum bin ich die Orientbäuerin, weil ich halt mit einem Orientalen verbandelt bin. Genau. Verbandelt. Verbandelt, verehelicht. Mhm. Ja, ich habe mich, glaube ich, noch nie vorgestellt. Ja, dann. Du hast nur letztes Mal, nein, wir haben letztes Mal nur gesagt, dass wir Platz tauscht haben, weil ich komme ja aus eigentlich komme ich aus dem Wald und wohne jetzt in Oberbayern und bei dir ist es andersrum. Genau, ich komme aus Oberbayern, aus dem Speckgürtel von München und bin jetzt im Bayerischen Wald gelandet. Genau. Ja. Wir treffen uns meistens im Bayerischen Wald. Ja. Und auch, genau, und manchmal bei der Virgi zum Stricktisch in Oberbayern. Ja, wir sind ja mobil. Eben. Im Bayerischen Wald wohnen heißt ja nicht, dass man da nicht mehr raus darf. Früher schon, aber jetzt. Wir haben tatsächlich Zuganbindung, wir dürfen den Bayerischen Wald verlassen. Na, richtig schön, außer heute ist es nicht schön. Heute taut es und regnet und haut den ganzen Schnee weg. Wie ich angekommen bin vorgestern, war noch alles weiß und jetzt ist alles grün. Und grün, so grün wie ich. Stimmt. Gell? Du hast mir heute meine Farbe gekauft. Ja, genau. Ich glaube, wir fangen an mit den Stricksachen. Magst du anfangen? Was hast du? Hast du was Fertiges dabei oder nur Werke in Arbeit? Wir fangen doch mal mit dem ersten fertigen Teil an, oder? Ja. Mhm. Also zuerst zeige ich euch mal. Oh. Das kennt ihr schon. Oh, schau mal, wie das passt zu meinem Pullover. Nein. Das bleibt bei mir. Weil das, so passt, so. Das passt zu mir auch gut, ja. Die Frau Grün strickt grün. Und die Frau Rennbäuerin trägt grün. Genau. Also das Tiere kennt ihr schon. Das habe ich vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Das habe ich vor eineinhalb Jahren schon einmal gestrickt. Ich kann das nicht mit dem Hochdeutsch. Egal. Ihr merkt das einfach dann. Ihr lernt das schon. Genau. Ja, und meiner Freundin hat das so gut gefallen, dass sie gesagt hat, ich möchte auch einen stricken. Dann hat sie sich einen gestrickt und dann hat ihr der überhaupt nicht gefallen. Echt? Ja, den hat sie dann gleich weiter verschenkt. Ach so. Die Beglückte ist super zufrieden damit und liebt es. Und dann habe ich mir gedacht, die hat jetzt Geburtstag gehabt. Ich bin eine gute Freundin. So eine gute Freundin. Ich bin eine gute Freundin. Das ist voll schön. Oh ja, ich weiß. Schaut euch das an. Hammer, oder? Ich habe das noch nie angezogen, das Teil. Schön. Jetzt habe ich ihn noch einmal gestrickt. Wow.
Das ist ja gleich noch besser geworden. Das müssen wir direkt mal näher zeigen. Das Muster da dürfen wir nicht wackeln. Ist das toll. Das ist ein Spekulum von der Karin Hess Knitterin. Ihr findet das wie immer unten verlinkt. In der Infobox. Zur Revelry. Ja. Super. Welches Garn hast du denn da hergenommen? Das ist 800 Meter auf 100 Gramm, aber Sockenwollqualität. Mhm. Also. Aber kratzt nicht. Ja, also, ich bin ist, wirklich empfindlich. Das ist Gipfelwelten und das Beste meiner Qualitäten. Super. Ah, das habe ich ja gestern gekauft bei dir, gell? Ja, Gipfelwelten. Und später. Richtig. Toll. Ein super Muster, schaut euch das an. Da habe ich fast 2400 Meter verstrickt. Das sind drei Stränge a 100 Gramm, also 3x800 Meter. Nadelstärke 3. Nadelstärke 3. Ja. Und das Ganze spontan am 7. Januar angefangen und am 10. Februar war es fertig. Wahnsinn. Tag und Nacht gestrickt, oder? Tag und Nacht oder? Gestrickt. Ja. Deswegen ist auch nichts weiter, also nicht so viel anderes vorwärts gegangen. Und man beginnt in der Mitte oder mit diesem Teil? Wird das hin und her gestrickt? Genau, in Reihen? Richtig. Mhm. Ich mache es immer ein bisschen anders als in der Anleitung. Ah ja, klar. Professorischer Maschenanschlag. Mhm. Hinauf zu gestrickt. Ah ja. Das Mittelteil habe ich auch ein bisschen verändert, weil. Das hochhalten? So. Ja. Das gehört schon so, dass das so auseinander geht. Ich habe es nur die Machart ein bisschen verändert, damit das auch so ein Muster gibt, wie die kleinen sind. Schön. Nur am Ende fängt man halt dann mit im Kreisel an. Dann nimmst du. Und dann hat man hier so Zunahmestellen, gell? Da, da ja. Und da. 8 Stück insgesamt. Super. Ja, und den Rand habe ich natürlich auch nicht nach Anleitung gemacht. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da auch noch. Ah, da in der Mitte sind auch noch. Ja. Ja, ja, dann haben es 8. Ja. Tatsächlich. Habe ich am. Ja, den Rand habe ich dann so ein Wellenmuster dann reingemacht. Ah, ja. Nur mal Fleißarbeit. Super. Und am Ende braucht man dann scheinbar für dieses. Lochmuster, nicht so viel Garn, weil ich habe gemeint, das wird nicht weniger und wird nicht weniger und noch mal runden und noch mal runden. Und ich habe es ausgerechnet, also überschlagen ausgerechnet, das sind ca. 1100 Maschen außenrum. Wie viel? 1100. Ich hätte jetzt mehr gemeint. Ich hätte auch mehr gemeint, aber entweder habe ich mich verrechnet oder... Ich hätte eher gesagt 3000. Gefühlt war es 10.000. Ja. Ja, so eine Stunde, eine Runde kannst du gut rechnen. Eine Stunde, eine Runde. Das ist ein guter Titel. Eine Stunde, eine Runde. Ja, das merke mal. Ansonsten macht mir das super Spaß, so lange Strecken zu stricken, weil ich kann es überhaupt nicht leiden, so kurze Dinger. So Chlorkram, so. So Chlorkram. So Kleingramm. Kann ich überhaupt nicht ausstehen. Okay. Aber so lang außenrum. Super. Ja, wenn du halt weißt, du musst fertig werden, dann wird es ein bisschen anstrengend. Ja, also, da und der Zeitdruckstricker ist, dann macht eigentlich nicht so viel Spaß. Der hat nur 3 Wochen gedauert. Da habe ich keinen Zeitdruck gehabt, habe einfach dahin gestrickt, war in 3 Wochen fertig. Super. Und da habe ich jetzt 4 Wochen gebraucht, mein Gott. Naja, trotzdem. Aber der Geburtstag war halt schneller da, als das Ding fertig. Da haben manche ein halbes Jahr. Muss ich wieder ausziehen, gell? Ja, wenn du könntest, darfst du ihn anhaben, aber behalten darfst du nicht. Ja, ich darf ihn nicht behalten, wo der so schön zu meinem Pullover, zu meinem Kermit-Pulli passt. Ja. Den habe ich auch schon mal angehabt in einem Video, das ist der Flepu. So ein Flechtpulli heißt der, weil der hier so ein Flechtmuster hat. Und die Anleitung ist von Waltraud Dick auf Ravelry, das verlinke ich auch unten. Und das Garn ist Drachenwolle Lace, 600 Meter auf 100 Gramm Merino extra fein. Mhm. Gestrickt mit Nadelstärke, ich glaube auch 3. Ja. Ja. Aber den trage ich extra. Ich habe nur ein Unterhemdl drunter, weil normal habe ich ja immer nur ein Langarmshirt drunter. Aber bei dem Pulli, der ist so weich, den mag ich direkt auf der Haut spüren. Ja, ich konnte früher überhaupt keine Wolle anziehen, aber seit ich Merino entdeckt habe, geht das wunderbar. Ja. Also, mir kratzt ja eigentlich alles außer Baumwolle. Und das ist eine Sensation, dass ich den direkt auf der Haut tragen kann. Normalerweise erlaube ich höchstens da unten so ein Randalon-Pullover und
Das kratzt mich schon, aber hier kein Problem. So geht es mir eben auch. Bitte schön. Gefärbt habe ich übrigens beides. Selber gefärbt? Ja, also das und das. Und wenn ihr noch Lust drauf habt, das nachzustricken, im Shop gibt es noch ein bisschen was davon. Ah. Oder er trefft mich auf einen der nächsten Wollfeste. Wir sind jetzt dann viel unterwegs. Ja, jetzt das allernächste, zeitlich gesehen, ist in 14 Tagen das Aberland strickt. Hier, das ist jetzt kein Wollfest in dem, oder ist es mehr Wollfest oder mehr Stricktreff? Eigentlich ein Stricktreff. Stricktreff überregional, ja, regional, überregional. Ja. Wer halt aus der Überregion kommen will, kann auch in unsere Region kommen, gell? Genau. Ja, also Aberland strickt am Sonntag, den 3.4. ist am das so? Am Samstag, den 4.3. mein Gott. 4.3., weil es ja schon in 14 Tagen ist, so ungefähr. Genau, ja. Ich stelle auch einen Link in die Infobox. In Zwiesel im Abo-Gebäude, ja, irgendwo, gell? Genau. Mhm. Und ab 10 Uhr? Ja. Ich glaube 10 bis 18 oder so. Ich glaube 10 bis 17. Verköstigung gibt es auch. Kann man sich was kaufen? Ja. Kaffeekuchen? Ja. Ja, das ist das Restaurant von der Abo. Das ist die Feriensiedlung hier in Zwiesel. Ah ja. Ah, das war mal ein toller Campingplatz da hinten. Ja. Ja. Und die Restauration gibt es noch. Mhm. Super. Also die Ferienhäuser, glaube ich, gibt es sogar auch noch. Ich habe ein eigenes Haus, ich weiß ja. Es nicht. Ich mache ja nicht mehr Urlaub. Wir machen hier keinen Urlaub im Bayerischen Wald. Wir wohnen hier. Also ich mache jetzt schon Urlaub. Ja. Ja, aber du wohnst ja auch fast hier. Aber nach Jahrzehnten, ja, bin eigentlich eine Einheimische. Genau. Kann man schon so sagen. Bist ein Dordige. Ein Dorsige. Gibt es dazu noch was zu sagen? Nein. Also das erste, wo ihr uns treffen könnt, also mich auf jeden Fall, ist das Aberland strickt. Ja. Am 4. März hier in Zwiesel. Wenn es jetzt von weiter weg kommt, dann hätte ich noch im Angebot am 2. April, 1., 2., 3. Das Wochenende ist im Wollmarkt in Leipzig. Oh ja. Da bin ich. Ah, mit dem Stand? Da bin ich Aussteller. Ah, wow. Mhm. 14 Tage später ist das Hohenloher Wollfest in Blaufelden. Da freue ich mich auch schon sakrisch drauf. Super. Bin ich auch Aussteller. Super. Mhm. Cool. Ja. Du hast da schon fleißig gefärbt und gewickelt, oder? Logisch. Ja. Und eine Woche später ist in Weilheim noch ein Wollmarkt. Mhm. Da bin ich auch Aussteller. Oh, wow, wow, Wahnsinn. Voll fleißig, die Elke. Ja, den ganzen April bin ich unterwegs. Da findest du bestimmt irgendeine Lokalität, wo ihr hinfahren könnt. Genau. Mhm. Super. Leipzig. Und die Elke hat einen Online-Shop, den werden wir auch unten verlinken. Ja. Und man kann auch anrufen, wenn man hier in der Nähe ist und bei dir, sage ich, hat einen Wollnotstand. Wollnotstand. Da können wir Abhilfe schaffen. Ich habe gestern auch, wir haben uns ja gestern schon zum Stricken getroffen, hatte ja plötzlich das Gefühl von Wollnotstand. Das blenden wir jetzt einfach schnell ein. Ja. Und dann habe ich gesagt, hast du was mit Orange? Und dann sagt ja, Orange mit Pink hätte ich. Sagt, ja, super. Und dann haben wir das gleich noch gewickelt bei uns, gell? Du kannst was zur Qualität sagen von dem Wölle-Kender. Das ist gefärbt auf Gipfelwelten. Sockenwollqualität. Merino extra fein, super Wasch ausgerüstet. Super. 75. Mhm. Also 75 Schurwolle, 25 Polyamid. Da ist drin. Ja. Ich halte euch gleich mal die Banderole da in die Kamera. Da kannst du einen Screenshot machen. da ist auch noch eine Kamera. Ja. So. Wir schauen, dass wir beide Kameras bedienen. Ansonsten, wenn es jetzt zu sehr spiegelt, wir schreiben das Ganze unten auch noch in die Infobox. Genau, ist verlinkt. Dauerwerbesendung. Das ist eine Dauerwerbesendung. Weil wir euch Wolle in die Kamera halten und ihr könntet euch verleitet fühlen. Zu kaufen, und ich mache ja tatsächlich Werbung für mich. Genau, und Elke ist ja Businesswoman, ich nicht. Businesswoman, genau. So. Also Dauerwerbesendung. Richtig. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir schon einiges. Ja, zwei Sachen. Was hast du denn dabei? Also ich hab noch schnell was fertig gemacht, weil bin jetzt bloß für ein paar Tage hier im Bayerischen Wald. Jetzt habe ich natürlich nicht alle fertigen und nicht alle WIPs mitgebracht. Aber wir machen gerade ich habe so eine WhatsApp-Gruppe rund um Karos Fadenreich, die Maschenmopeds.
Und dann machen wir gerade so einen Spüli-Crochet-Along oder einen Tücher-Knit-Along. Und da war halt Sternchenmuster angesagt als erstes Projekt. Ich weiß zwar nicht, ob das ein Sternchenmuster ist. Es sind eigentlich lauter V-Stiche, lauter V, so Häkel-Vs und drüber ist das nächste V. Und das ist einfach, entweder nehme ich es, ich habe extra versucht, eine kreisliche Wolle zu nehmen, so ein Beige, ist mit Lila, ist halt jetzt eigentlich gar nicht so meine Farbe, so wie das. Aber ich habe mir gedacht, gut, nimmst du mal ein kreisliches Garn mit, damit das weiter ist, weil das kugelt seit Wochen in meinem Keller rum, wie es in meinen Keller kommt, weiß ich nicht. Und ein bisschen aufgepeppt noch mit einem Lila-Bantel zum Aufhängen. Entweder nehme ich es als Waschlappen oder als Spültuch. Das weiß ich noch nicht. Aber das ist mein einziges fertiges Objekt, das ich jetzt dabei habe. Ansonsten habe ich halt nur Projekte in Arbeit dabei. Und das zeige ich euch halt jetzt so. Also, einmal Spüli mit V-Muster. Genau. Und dann? Ach ja, das Garn kann ich auch noch dazu herzeigen, dass das wirklich kreislich ist. So, das ist halt einfach wirklich nur so ein farbloses etwas von der Ferne betrachtet, aber wenn man es näher anschaut, dann hat es eigentlich doch tatsächlich, das ist ja ein Fake-Knäuel. Ich meine, da ist jede Menge Wolle drin, da weiß ich, in der Schaumstoff drin. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich so, oh, da geht ja noch ganz viel raus, ja, Pustekuchen, Schaumstoff. Das kann ich meiner Tochter geben, die kann sich dann so ein Dutt machen da oben. Na gut, aber da häkelt ihr jetzt gerade nur das zweite Teil, das ist der Alpine Stitch, auch zum Häkeln. Das ist ein Muster mit immer ein Stäbchen, ein vorderes Reliefstäbchen und in der Reihe drüber dann eine Reihe feste Maschen, dass man halt wieder praktisch auf die Vorderseite kommt. Und dann versetzt man das Ganze, dann kommt erst ein vorderes Reliefstäbchen und dann ein normales Stäbchen und dann in der Rückreihe wieder eine Reihe feste Maschen. Alpine Stitch, das sieht man eigentlich mit dem Garn überhaupt nicht. Schaut kreislich aus, Wolle kreislich, Muster kreislich, alles kreislich, passt. Ja. Genau, und ist trotzdem lustig, vor allem mit dem Schaumstoff da. Ich meine, wunder, wie viel Garn, das ich dabei habe. Ja, das ist halt so ein Knäuel, ich glaube, dass das nur bestimmt aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist. Jede Menge Schaumstoff. Das habe ich noch nie gesehen, dass man Wolle auf Schaumstoff wickelt. Gut. Naja, also ein Spüllappen wird schon rausgehen, dann ist das kreisliche Garn auch weg. Ja, so ist es. Genau. Jetzt bist du wieder dran. Bin ich wieder dran? Ja. Ich trinke dabei mal Schluckern. Nachdem ich ja so lange an dem Spekulum gestrickt habe, ist das andere ein bisschen im Hintertreffen geblieben. Aber wenn ich so unterwegs bin, muss da mal so hier schauen. Der Stubnetz. Der Stubnetz ist auch schon aus dem vorherigen Jahrhundert. Habe ich ein wunderbares Täschchen für unterwegs. Das ist aber echt schön. Ja, und mit Frösche. Frösche haben ja so in zur Zeit, gell? Ja, das ist schon 2 Jahre. Ist das ein Wendetäschchen? Das könnte man, glaube ich, theoretisch sogar wenden. Ja, ganz sauber vernäht. Das kann man sogar umdrehen. Aber da ist so ein schönes Stickbild drauf. Sehr hübsch. Kaffee und Wolle. Tee. Kaffee oder Tee und Wolle. das hat mir auf der Messe, auf dem Wollfest, auf dem Heidewollefest in Schneefertingen, glaube ich, heißt das. Mhm. Da war ich 2019, glaube ich. Im Oktober ist das, als Aussteller, und dann hat mich das vom Nachbarstand angelacht. Ja. Das hing da. Das ist ein schwarzer Jeansstoff, gell? Mhm. Bestickt. Das sehr hing schön. Da und hat zu allen anderen Besuchern gesagt, du magst mich nicht. Und mir hat es dauernd angeschrien, kauf mich. Kauf mich. Kauf ja. mich. Ist aber echt schön. Das ist so praktisch, einfach. Wo man geht und steht, hängt das da. Das ist überhaupt nicht schwer. Ich glaube, ich habe auch schon mal so eins genäht. Und letztes Jahr oder so. Da kann man dann wunderbar seine Projektchen reintun. Und man kann eigentlich auch gehen und stricken, wenn man es kann. Kann man. Ich habe das gern auf der Messe dabei, weil ist ja nicht immer so, dass der Stand boomt, gerade so in der Früh oder auf Nacht, wenn nichts mehr los ist, hängt das da.
und ich stricke nebenbei. Weißt du, was wir mal machen? Wenn ich im Frühling wiederkomme, dann muss mein Suchen, dann meiner wir, Halde, dann gehen wir spazieren. Dann gehen wir mal ins Schwellhäusl, weil da geht es immer waagrecht hinter. Genau. Und dann falle ich auch nicht auf die Nase. Und dann probieren wir mal Strickwandern aus. Strickwandern? Strickwandern in der Ebene, da muss ich nicht so schnaufen und kann vielleicht nebenbei noch stricken. Also Vorbereitung ist alles, gell? was ich hier stricke, das sind Musterstücke für meine Bobbel. Ah, das nehme ich damit auf die Messe. Boah, das ist ein Rot. Ja, wunderschön. Schaut euch mal die Farbe an. Forever. Super. Das ist jetzt vierfädig gewickelt. Vierfädig, ja. Ja. Und halt der Farbverlauf auf 110 Meter runtergewickelt, damit man einfach sieht, wie der Bobbel ausschaut, wenn man ihn kaufen will. Sehr schön. Ich halte euch mal das da in die Kamera. Ja, warte das schnell, dass ich die Maschen da nicht verliere. Schneller. Geht nicht so schnell. Gleich haben wir es. So, jetzt. Dann nehme ich das Ende. Gut. Wow, ist das schon toll. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich kurze Reihen nicht so mag. Und jetzt habe ich einfach einen zweiten daneben gehängt. Ja. Und stricke halt dann zwei. Ah, das ist schlau. Ja. Der hat tatsächlich noch gar keinen Namen. Wahrscheinlich Pfefferminz oder so. Ja, das stimmt. Weil diese Dingerchen sind ja auch putzig klein. Also. Viel ist da ja nicht. Das ist jetzt aber so klein gewickelt nur für die Maschenprobe, nur oder? Nur fürs Muster, ja. Und dann kann man sich das dann anschauen, wie der Farbverlauf wirkt. Ja, genau. Oft ist das so, dass du den Bobbel nimmst und sagst, naja, das ist ja ganz nett, aber wie schaut das verstrickt aus? Sehr schön, und super. Deswegen habe ich zu fast allen meinen Bobbeln Musterstücke. Ja, cool. Das ist eine tolle Färbung. Wie heißt die Färbung? Das ist Forever. 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 Super. Das könnte theoretisch ein Pfefferminz werden. Ja, ja, stimmt. Mhm. So geht es dann noch weiter. Sehr schön. Vielleicht auch nur Wintergrün. Das wird sich ergeben. Ja, er hat noch nicht gesagt, wie er heißt. Ist jetzt leer, das Taschal? Jetzt ist leer. Fast. Ah. Auch ein grüner Stift. Nein, grün ist nicht die Lieblingsfarbe von der Frau Grün. Nein. So, Boden. So, daher. Stimmt. Gell? Kann man wenden. Ich habe nämlich so eins genäht. Ha, die schauen ja echt lustig aus, die Kerle da. Schaut euch die Uhr. Sind wir drüben auch richtig? Ja, man sieht sehr gut. Oh Gott, ich habe mein Handy gar nicht auf Flugmodus geschaltet. Hoffentlich ruft mich keiner an. Das werden wir dann schon sehen. Naja. Dann drehen wir es wieder zurück. Sehr hübsch. Ja. Apropos Nähen. Genau. Ich habe gestern auch genäht, weil ich gedacht habe, mein Gott, jetzt nehmen wir ein Video auf und ich habe ja gar nichts zum Zeigen. Hier im Haus oben sind ja jede Menge Stoffe und meine Mama hat ja auch eine Nähmaschine und die ist frisch gewartet. Und nachdem es ja nur weiß war, wie ich angekommen bin und so kalt und so Winter und so und das Haus war auch ausgekühlt, habe ich mir gedacht, nähst du dir doch einfach mal den Frühling herbei. Ja, und habe ich einfach auch einen Projektbeutel mit Tunnelzug und so eine Kordel habe ich noch gefunden im Stash meiner Mutter. Und habe das einfach mit so einer Bodenfalte ganz ein einfaches Wendesackerl genäht. Das kann man dann zuziehen oben. Da habe ich noch eine Schlaufe dran. Und kann man sich irgendwo rumhängen oder auch nicht. Genau, und das ist auch ein Wendesackerl. Das kann man auch umdrehen. Ah, okay. Genau, man kann dann im Prinzip ist halt der Griff jetzt innen, aber den kann man auch da durchfädeln, den Griff. Und wenn man zusammenzieht, so, dann kann man sich jetzt da auch noch irgendwo ans Handgelenk hängen. Ja, so. Das ist mein kleines Frühlingstascherl. Schnell genäht, in Zwiesel. Für Ostern. Ich hätte den passenden Doppel da dazu. Echt? Ein Tulpenstrauß. Oh, ja. Genau auch in den Farben. Echt? Kriegst du das nächste Mal mit, dann zeigen wir es nochmal in die Kamera. Genau. Das ist auch ganz einfach mit diesem, da sieht man es vielleicht besser, oben mit diesem Tunnelzug,
Das habe ich seitlich abgesteppt, damit es da nicht auszerfranst. Ja. Gibt auf YouTube auch Tutorials, Videos, wie man sowas näht. Ich habe es jetzt ohne Video. Ich habe genug Vorstellungskraft. Ich habe das einfach so ausgetüftelt. Kein bestimmtes Maß genommen. Ich habe einfach die Stoffbreite genommen, was halt an Resten zu finden war. Und habe auch einen Tunnel oben in dem Tulpenstoff und einen Tunnel in dem blauen Futterstoff genommen. Das sind einfach bedruckte Baumwollstoffe und super für so Projektbeutel. Genau. Frühling. Finde ich ja immer ganz praktisch mit so Haken. Ja. Wenn man dann irgendwo ist, dann kann man das dann schön auf den Stuhl super. Aufhängen. Stühle der 50er Jahre eignen sich da super. Und da kann man dann aus dem Taschel rausstricken. Ich mag es ganz oft nicht, dass man es auf den Boden stellt. Ja, stimmt. Und weiß immer nicht, wohin damit. Und dann, ja. Dann so Haken, meistens genau. Ganz praktisch. Entweder Handgelenk oder Stuhllehne. Genau. Man kann es ja auch mal, manche Stühle haben ja da hinten nur so einen Knubbel drauf, kann man es ja auch aufhängen. Das ist eine gute Idee. Oder man hängt sie noch an Karabiner ein und hängt sie noch an den Rucksack dran. Ja. Alles möglich. Dann ist man immer gerüstet, ausgerüstet für unterwegs. Ja, genau. Für einen Wanderstrick. Oder auch wenn man in der Wirtschaft geht. Ja, ich bin ja oft in Wirtschaften unterwegs. Ja. Ja, mit unserem Strickkreis in Freising. Die treffen sich ja jede Woche in unterschiedlichen Wirtschaften. Das ist immer Dienstag, gell? Ja. Darum hat das noch nie geklappt. Weil am Dienstag ist halt auch in Pfaffenhofen im Verzopf der Stricktreff. Und darum, ja. Ja, man kann sie nicht teilen. Gell? Nein. Aber nächste Woche am Sonntag bin ich in Freising, da ist ein großer Stricktreff. Ja. Genau. Der ist schon ausgebucht. Also da braucht es euch gar nicht mehr erkundigen, wie man da hinkommt, weil der ist schon voll. Ja, das ist mit Anmeldung, weil da nur begrenzte Platzzahl ist. Die Anmeldung hat ja auch schon vor 3 Jahren, haben wir gestern festgestellt, stattgefunden. Gell? Vor Corona war die Anmeldung. 2019. Und dann kam Corona und nochmal Corona und nochmal ein Jahr Corona und heuer klappt es jetzt endlich. Seit 2020 verschimmert es seit jedes Jahr. Jedes Jahr. Du bist ja mit im Organisationsteam. Ja. Genau. Aber jetzt passt es, jetzt schaffen wir es. Ja, jetzt wir freuen uns schon. Ja, ja. Darf bloß kein Corona mehr dazwischen kommen bei irgendwelchen Teilnehmern, gell? Ja, ist halt dann, das ist dann Schicksal. Das ist dann Schicksal. Mhm. Ist ja Gott sei Dank nimmer so schlimm, wie es mal war. Ja, zum Glück. Ja. Genau. Anstecken leicht, aber schwer erkranken zum Glück nicht mehr so. Mhm. Genau, Gott sei Dank. Genau. Sich auch die Virusvariante verändert hat. Ja, genau. Es ist nicht immer alles schlecht. Muss ich mich anlegen, sonst ist es mal so Kopf abgeschnitten, gell? Bist nur noch halb drauf. So, du bist dran. Ich bin dran. Erst diesen da, machen wir mal diesen da. Meine eiserne Schüssel. Oh ja, bitte, oh, die ist schwer. So. Was ist das? Bronze. Würde Bronze sein. Ja, Bronzeschale. So, was ist da drin? Da ist drinnen der Dinglidell von der Isabel Krämer. Das ist ein Knitterlong von Sabina, das ist der Sabidu Handarbeitspodcast und von der Aargauer Stricklissel, von der Susanne. Die beiden haben einen Knitterlong ausgerufen und der hat, wann hat denn der gestartet? Mitte Januar oder Mitte Februar? Genau, ja, Mitte 1. Februar hat der gestartet. Oder so. Ja, genau. Und ich habe inzwischen vorne den Ausschnitt geschlossen. Das weiße hier, das ist eine Rettungsleine, die habe ich mal eingezogen. Falls man irgendwo am Mascheflöten geht, dass ich einfach nicht das ganze Objekt wieder auftrennen muss, sondern nur bis zu dieser Rettungsleine. Das Besondere an diesem Dinglidell ist die Contigo-Schultermethode. Genau. Da geht halt hier oben auf der Schulter die Linie, nicht wie beim Raglan. Das hier ist ein Raglan. Wo ist er denn, meine Schulter? Da. Das ist ein Raglan von oben. Da geht praktisch hier vom Schlüsselbein runter bis in die Achsel die schräge Raglanlinie und bei der Contigo-Methode sieht man das ein bisschen, jetzt sieht man es, jetzt kommt es gut. Da ist oben auf der Schulter eine Linie bis zum Schultergelenk außen und dann wird der Ärmel von oben her gleich mit eingestrickt. Also man hat erst diese Linie nach außen und dann geht es nach unten in die Achsel rein. Genau. Bis jetzt hat das alles super geklappt mit der Anleitung. Einen Ausschnitt habe ich ganz geringfügig verändert, erst ab diesem Punkt von der Rettungsleine aus. Normal nimmt man halt nur in der
weiß nicht, in der Hin- oder in der Rückreihe, jedenfalls hier an der Kante in jeder zweiten Reihe eine Masche zu, dass man diesen V-Ausschnitt hat. Aber man sieht ja auch in vielen Projektbildern, der V-Ausschnitt geht bei vielen bis darunter und im Morgen einfach kürzer. Darum habe ich dann ab diesem Punkt, wo die Rettungsleine drin ist, in jeder, also in der Hin- und in der Rückreihe hier die Zunahme gemacht, damit sie es dann schneller zum V schließt. Genau. Und da bin ich jetzt auch schon hier an diesem Achselpunkt angekommen und habe die Ärmel abgetrennt, hier mal auf so ein Scooby-Doo-Band gelegt und wie viele Reihen habe ich drüber? 2 Reihen drüber gestrickt. Also jetzt bin ich bei den Körperrunden, eigentlich so in dieser Höhe hier. Und jetzt geht es beim Körper immer nach unten. Ich werde so circa, ich weiß gar nicht, wie es in der Anleitung beschrieben ist, ob das eine A-Form hat oder gerade runter geht. Eigentlich gerade. Gerade runter, ja. Ich mache in jeder 12. Runde dann Zunahmen und habe dann eine ganz leichte A-Form nach unten. Genau, weil ich mag es lieber leicht A-förmig als gerade. Und das Garn ist Wool Addicts Pride. Ja, muss ich mal schauen, dass ich in beide Kameras drin bin. Die ist von Langjans, diese Serie Wool Addicts. Ist ein wunderbares Garn. Da habe ich letztes Jahr den Sommerpulli von der italienischen Anleitung gemacht. Color heißt die Anleitung. Ein wunderbares Garn. Das hat eine Zusammensetzung. Jetzt muss ich es ausreißen. 40% Leinen, 32% Baumwolle und 28% Viskose. Ein super, super Sommergarn. Sehr schön. Tolle Farbe auch. Genau, der Dinglidell ist eigentlich auch kurzärmlich geplant. Aber ich mache mindestens 3/4 Ärmel oder lange Ärmel. Das wird sich dann zeigen. Die Wolle reicht sicher, weil ich genügend habe. Aber ich möchte gerne lange Ärmel haben. Ja, das ist in Arbeit. Genau. Können wir Eisenschüssel wieder wegstellen. So, da lacht. Ja, was ist bei mir noch in Arbeit? Ganz viel. Das kennt ihr nämlich auch noch. Ah. Dreh's mal. Stephen lässt grüßen, ha? Stephen lässt grüßen, ja. Stephen. Und was muss ich sagen? Das ist überhaupt nichts weitergegangen an dem Drum. Ja, also Spannweite hat er ein bisschen. Ja. Trotzdem finde ich ihn zu klein. Ist mehr ein Schal als ein Tuch. Ja, als Schal geht er durch. Als Schal geht er durch. Und eigentlich sollte ja, also das wird dann da runtergezogen. Der kommt jetzt dann nach unten, aber nur auf dem Stück, laut Anleitung, auf dem kleinen Stück, nochmal so zacken nach unten weg, mhm. Ja, und dann wäre er fertig. Und ich finde das... ja, das ist halt ein Schall. Ja, ich finde es langweilig. Okay, also optisch schaut es ja toll aus. Ja. Ich meine, du kannst ja, entweder kannst du selber noch vergrößern, noch freie Schnauze oder... Werde ich. Also, dass er Tuch wird oder du lässt mir das Schal und machst da ein anderes Tuch. Werde da noch was dran machen. Mhm. Möchtest du also, es einfach tiefer, oder? Ich will das tiefer. Das schaut doch super aus. Schaut sich mir das an. Das grafische Muster, auch die Farben. So ist super. Super. Auch die Wolle, das ist gut gefragt. Aber ich habe es euch eh schon mal gesagt. Das ist die Isaga Alpaka 2 in verschiedenen Farben. Die kommt auch direkt aus dem Hause West. Echt? Ja, ah, okay. Die hat er damals für den Mystery Nitterlong angeboten. Super. Ja. Das sind so Zöpfchen, ne? Die werden dann da immer so Schlaufen gestrickt und dann so runtergefädelt, gell? Genau. Mhm. Raffiniert. Da haben aber einige geflucht, gell? So in manchen Strickpodcast hat man schon gehört, dass man sehr viel abketten muss und in der Reihe drüber dann wieder anschlagen muss. Du bist fertig, weil du nur am Abketten und Anschlagen bist. Ja. Ja. Du kommst dass in keinen halt Strickfluss. Diese Würstel kriegt da, gell? Ja. Mhm. Du kommst halt einfach in keinen Strickfluss. Ja. Und dann hast du nur einen Stickerl, dann machst du lauter kleine kurze rein, die ich ja, wie gesagt, hasse. Vielleicht, weiß ich nicht, hat der Weste hat ja immer viele kurze Reihen, oder? Ja. Ja. Der hat gerade wieder so ein tolles neues Tuch raus. Ach. Mit, glaube ich, fängt mit 4 Maschen an. Stimmt. Und dann wirst du zwar immer ein bisschen breiter, aber bis du die Breite erreicht hast, ja. Da
vergehe. Da haben wir uns gestern schon drüber unterhalten, da müssen wir irgendwie vorwärts und rückwärts stricken. Also vorwärts stricken und dann nicht wenden und zurück, sondern irgendwie mit dieser amerikanischen Methode praktisch, dass man dann den Faden auf der linken Hand führt, als würde man ihn auf der rechten führen und ohne zu wenden halt wieder rückwärts strickt die Bommaschen. Aber da bringt man halt die Fadenspannung nicht so her. Ich bin immer gespannt, da könnte man ja mal einen Test starten, ob das so funktioniert. Ja, so ein Segment kann man ja mal ausprobieren. Dann machen wir ein Tutorial. Ich bin sicher, auf YouTube gibt es das irgendwo. Stricke Stephen West ohne Wenden. Stephen West für Faule. Ja. Sehr schön. Aber die Anleitung habe ich mir jetzt wieder hergerichtet, dass ich daran weiter stricke. Ah ja. Das muss irgendwann fertig werden, weil er mich jetzt schon aufregt. Das habe ich mir letztes Mal auch gedacht. Egal ob in Deutschland oder auf internationalen Seiten, man ist so voll motiviert beim Anschlagen und strickt. Und dann am Ende, also in den Facebook-Gruppen, dann heißt es immer, endlich von den Nadeln, endlich fertig, finally finished und was weiß ich. Man freut sich so auf ein Strickteil, man häkelt oder strickt wochenlang und am Ende hat man einfach bloß noch die Nasen voll. Ja. Dann sagt man, endlich fertig. Endlich ist es drum fertig. Aber was macht man denn? Das hat immer so einen Negativ-Touch. Was macht man denn dann, wenn man das endlich von den Nadeln hat? Anziehen. Ja. Was man Neues anschlagen. Man schlägt was Neues an und strickt weiter. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum man immer so furchtbar stricken und dann strickt man trotzdem was anders. Also. Ja. Aber ich glaube, man will einfach das Teil haben. Man möchte es anziehen, man möchte es fertig sehen. Also man ja. Weil oft denkt man immer dann, sagt man immer so, endlich fertig. Und das hat immer so einen leichten, ja, komisch, so einen Negativ-Touch. Das stimmt. Aber mir ist zum Beispiel auch selber schon mal so gegangen, wenn ich jetzt ein sehr schweres Projekt, ein anstrengendes Projekt habe, das mir wahnsinnig Gehirnschmalz auch kostet, dass ich, wenn das fertig ist, in so ein richtiges Loch fall, das kann einmal 3 Tage dauern, also ganz schlimm war es einmal nach einem Trachtenjanker, wie ich den abgekettet hatte, dann habe ich gesagt, jetzt hör ich Strick auf. Dann war ich wirklich so erschöpft, dass ich gesagt habe, ich hör auf, was mache ich mit der ganzen Wolle? Ja, die verteile, die verschenke, Schluss, ich hör auf. Aber das dauert 3 Tage, dann ist es wieder gut. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Nein, doch, ich habe das schon, dass ich einmal, ich hatte das auch einmal letztes Jahr, dass ich dann alle Projekte fertig hatte und gerade keins auf den Nadeln. Da ist dann so eine Leere, so ein Vakuum. Ja, das kenne ich aber auch. Und dann hat man aber, na Socken, na keine Lust auf Socken, machst ein Tuch, nicht schon wieder ein Tuch. Dann weiß ich vielleicht 1-2 Tage gar nicht, was ich stricken will. Aber wie gesagt, maximal dauert die Flaute 3 Tage, dann ist wieder gut. Ja, also ganz, geht's weiter. Ganz schlimm finde ich, wenn ich so monogam unterwegs bin und eins fertig, also eh nur an einem Strick und das dann fertig habe. Und dann nicht weiß, was ich anfangen soll mit mir. Mhm. Ja. Dann bin ich nur am Suchen, was möchte ich stricken. Genau. Dann fällt mir das nicht, dann fällt mir das nicht. Dann, ach, die Wolle wäre schön. Ja, genau, da findet man nicht recht neu. Ich schaue in den Ravelry neu und habe ja, weiß ich nicht, 3000 Favoriten eigentlich. Ich denke mir, da finde ich dann schon irgendwas, was mir anspricht, was ich dann stricken möchte. Ja. Aber da ist mir dann ganz recht, dass einiges noch vorrätig ist. Ja, Wolle hast du ja, ja. Wolle habe ich genug, an dem scheitert es ja nicht, aber an der Zeit scheitert es. Ja. Und dann, was will ich machen? Ja, genau. Ich bin ja früher nur monogam unterwegs gewesen. Ich habe überhaupt keine Dinge gehabt, dass ich verschiedene Sachen stricke. Ich habe schon immer halt so immer 4 Projekte werden. Mindestens. Und dann hatte ich immer das Problem, dass ich dann da saß und jetzt ist es fertig und was mache ich jetzt? Ich bin zurzeit deckenlos. Ich nicht. Ha, ich habe keine Decke auf den Nadeln, Skandal. Und dafür hast du eine Decke auf den Nadeln. Ja, ich muss euch die anderen Teile schuldig bleiben, weil die habe ich nämlich jetzt nicht dabei. Ah ja, das machen wir mir halt auch so. Dass wir unseren Podcast aufteilen in Teil 1 und Teil 2. Ja. Irgendwann beenden wir das praktisch und die Elke filmt daheim weiter und veröffentlicht das dann auf der Elke im Kanal. Den verlinke ich auch unten. Also ich darf Teil 1 rausgeben und schicke dann alle meine Follower rüber zur Elke auf ihren Kanal. Und ihr dürft auch alle bei der Elke auf Abonnieren klicken.
damit ihr auch bei der Elke keine Folge mehr verpasst. Genau. Genau, so haben wir uns das gedacht. So haben wir uns gedacht. Genau, so haben wir uns das gedacht. Und ich filme dann vielleicht auch noch irgendwas. Ja. Hier im Haus von meinem Papa oder keine Ahnung, muss man schauen, was mir halt einfällt. Genau. Ja. Und dann gibt es halt bei mir Teil 1 und dann switchen wir rüber und bei der Elke geht es weiter mit Teil 2. Genau. Vielleicht auch jetzt schon, wer weiß das schon. Oder so. Machen wir einen Cut. Ja, wir können. Cut mal. Cut mal. Cut mal. Cut mal. Jetzt machen wir einen Cut und Teil 2 geht bei der Elke weiter. Da bin ich auch noch mit dabei, zumindest teilweise. Genau. Ja. Dann war es das jetzt hier aus diesem Wohnzimmer. Wenn ihr neugierig seid, was wir noch alles zu zeigen haben, weil fertig sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, weiter geht's im Nebenraum ja. bei der Elke auf ihrem Kanal. Unten ist dann der Link, da klickt ihr drauf und dann geht's rüber zu Frau Grün strickt. Ja. Und da kommt dann Teil 2 unseres, wie haben wir gesagt, heißt es halt. Vorhin haben wir einen Titel gepusst. Vorhin haben wir einen Titel gemacht. Eine Runde, eine Stunde. Eine Runde, eine Stunde. Genau. Also, bis Teil 2. Bis gleich. Klicken. Ja. Und ciao.